also fünf Atemzüge nehmen und dann dreimal Augen. Ich nehme schon auf, wir können das Augen gerne mitnehmen. Ich finde es total schön. Doch. Ja, lass uns das machen. Ich brauche das. Ja, ihr Lieben da draußen, heute mal der Start ganz anders. Herzlich willkommen zum YoMotion Online Yoga Festival. Ich bin jetzt durch diesen Start schon irgendwie total gut geerdet und ganz ruhig. Mein Name ist Annette Heidel. Ich bin auf Einladung von Stefan Plaschka hier in seinem Studio, im Studio Dreiklang. Neben ihm ist die bezaubernde, sorry, jetzt habe ich deinen Namen gerade. Die Kate, Entschuldigung. Die Kate, die beiden machen gleich die Praxis mit euch. Stefan, wir kennen uns durch YoMotion, oder? Wir haben uns vorher beim Ralf Otto schon mal gesehen, ja, kennengelernt, bei dem Vortrag von dem Eberhard Berr. Genau, und dann wieder bei YoMotion. Und dann wieder bei YoMotion, genau, ja. Das war wunderbar. Ja. Also, der Stefan ist auch ein Urgestein von YoMotion. Er war dabei auf der Messe mit seinem Stand, ein wunderschöner Stand, der war total bunt und richtig urban. Und dann warst du dabei mit Vortrag im E-Werk, mit Praxis im E-Werk und auf der Wiese auch, also bei allen. Und bei YoMotion haben wir ab und zu so Treffen im Vorfeld gehabt und auch jetzt, um uns zu besprechen, in welche Richtung wollen die Studios gehen. Und das möchte ich dir gerne sagen. Ich fand es immer total toll, dass du, wenn du, so wie jetzt gerade eben, du hast angefangen mit Entschleunigung. Du hast immer darum gebeten, bevor wir ins Blablabla gekommen sind, bitte lass uns sammeln, eine Minute mal Pause, mal Ruhe oder mal das Omchanten. Und das schätze ich sehr. Mhm. Danke dir. Das sind, wie gesagt, hier immer Lehrer für mich, wenn ich hier bin. Ich finde es einfach toll. Was machst du, was macht ihr heute für uns? Ich werde eine Yogastunde anleiten mit der Kate. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier auch die Praxis zu zeigen. Ich werde die sogenannte Rishikesh-Reihe anleiten mit einer kleinen Einschränkung. Ich werde nicht die komplette Reihe machen, so dass es in den Zeitrahmen von 75 Minuten in etwa hineinpasst. Und die wesentlichen Aspekte dieser sogenannten Rishikesh-Reihe sind dabei. Und nach der Yoga-Praxis, nach der Körperarbeit sozusagen, werde ich noch einen Vortrag geben. Ich habe ein klein wenig yogisches Wissen zusammengetragen. Ich werde über die 6 Yoga-Wege kurz berichten und anschließend von einem dieser Yoga-Wege aus dem Raja-Yoga den sogenannten 8-gliedrigen Pfad, die 8 Stufen des Yoga. Und auch da ein bisschen ausführlicher erklären. Und ich hoffe,
dass diese Informationen, die ich jetzt da, die mir geschenkt wurden, ja auch auf fruchtbaren Boden fallen mögen. So wird es sein. Also danke dir vielmals. Ich freue mich sehr auf euch, auf dich. Noch bevor wir starten, eine kleine Bitte an dich, wenn es dir möglich ist, unser Projekt Your Motion finanziell zu unterstützen. Unten im Text findest du, wie du das machen kannst. Wir freuen uns, weil das Projekt lebt einmal mit dir, weil du mitmachst, zum anderen aber auch, weil du uns unterstützt. Es ist für das Projekt und es ist aber auch für den Kinder-Yoga-Fonds, Yomo Kids-Fonds. Das heißt, wir geben in Erlangen kostenfrei in öffentlichen Einrichtungen Kinder-Yoga-Stunden und das ist wunderschön. Und jetzt starten? Yes. Yes, also viel Spaß. Ja. Spüre den Kontakt deiner Füße, deiner Unterschenkel, deines Beckens auf deiner Matte. Spüre die Festigkeit unter dir. Spüre zu deinem Rücken, zu deiner Wirbelsäule. Richte dich nach oben auf. Und stell dir vor, am höchsten Punkt deines Kopfes zieht jemand wie an einem Faden nach oben, sodass du nun vollkommen aufgerichtet gerade da sitzt und dennoch anstrengungslos. Führe deine Hände zusammen vor deinem Herzen. Atme ein für dreimal Aum. Svaha Tat Savitur Varinyam Bargo Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat Aum. Bereite dich vor für die Wechselatmung. Das war eine kleine Planänderung, gerade spontan. Für die Wechselatmung, weil es gerade so ein ganz präsenter Augenblick ist. Und bring dazu deine linke Hand in das Jin Mudra, die rechte Hand in das Vishnu Mudra. Der Daumen an deiner rechten, der Ringfinger an der linken Nasenhälfte. Schließe mit dem Daumen die rechte Nasenseite und beginne links einzuatmen. 1, 2, 3, 4. Schließen, halten, setze Mula Bandha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Löse Mula Bandha, öffne rechts, atme langsam aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechts einatmen. Nase schließen, Atem halten, setze Mula Bandha.
Mula Bandha lösen, links langsam ausatmen. Links einatmen, Atem halten, Mula Bandha, Mula Bandha lösen, rechts langsam ausatmen. Rechts einatmen, Nase schließen, Atem halten, Mula Bandha. Links öffnen, langsam ausatmen. Nach dem Ausatmen Arm senken. Lass nun deinen Atem unbeeinflusst kommen und gehen und spüre, wie es dich atmet. Öffne deine Augen und bereite dich vor für Surya Namaskar, der Sonnengruß. Fuseln. Spüre den Kontakt deiner Fußsohlen. Heb die Zehen mal ganz weit an. Atme ein. Beim Ausatmen Zehen senken. Jetzt spann deine Unterschenkelmuskeln etwas an, deine Oberschenkelmuskeln. Richte dein Becken etwas auf, zieh dein Schambein Richtung Bauchnabel. Mach deinen Rücken ganz lang, die Wirbelsäule nach oben hin. Bring deine Schultern leicht nach hinten unten. Arme strecken bis in die Fingerspitzen. Leichte Bauchspannung, den Nacken strecken durch Heranziehen deines Kinns. Ein ruhiger, ein weich fließender Atem. Und so spür diese Präsenz in dir, spür deinen gesamten Körper in der Bergstellung, Tadasana. Nun beginne mit dem Einatmen, Hände vor dem Herzen und Ausatmen. Einatmen, langes Strecken. Ausatmen, stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, rechts Sprinter. Atem halten, schräge Ebene. Acht Punktstellung, dann ausatmen. Einatmen, Kobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, rechts nach vorn. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, langes Strecken. Ausatmen, Hände vor dem Herzen. Einatmen, ausatmen. Einatmen nach oben, hinten, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, links, Sprinter, Atem halten, schräge Ebene, Acht-Punkt-Stellung
und ausatmen. Einatmen, Kobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, links Sprinter. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, strecken. Ausatmen, Hände vor dem Herzen. Einatmen, ausatmen, mit schulterbreiten Armen lang nach oben die Finger spreizen. Dreh deine Arme nach außen, bring deine Arme weit nach hinten. Atme. Schulterblätter eng. Beim Einatmen die Arme nach innen drehen, lang nach oben. Beim Ausatmen zur linken Seite neigen. Mit dem Einatmen strecken, ausatmen zur rechten Seite neigen. Einatmen lang nach oben und jetzt stehende Vorwärtsbeuge. Bleibe, spüre, was geschieht, wenn du einige Atemzüge in dieser Stellung verweilst. Mit deinem Einatmen rechts weit nach hinten und beginne zu schwingen und federe mit deinem Becken sanft Richtung Matte nach unten. Spür die Dehnung, die Hüftöffnung auf deiner rechten Hüftseite. Kniebodenkontakt, den linken Fuß ein bisschen weiter nach links, den Oberkörper aufrichten und das Becken senken. Streck deine Arme, verschränk die Finger, Zeigefinger gestreckt, mit dem Einatmen die Arme nach oben, hinten, die Arme ein Stückchen weiter nach hinten, den Kopf ein bisschen weiter nach vorne. Ruhiger, fließender Atem. Atme ein, beim Ausatmen stütze. Einatmen, rechtes Knie heben, linkes Bein nach hinten, schräge Ebene und halte. Deine Ellenbogen minimal gebeugt, die Hand, die Arminnenseiten zueinander zeigend. Spür diese Ganzkörperspannung. Atme ein, halte den Atem, wechsle in die Acht-Punkt-Stellung und ausatmen. Einatmen, Kobra, ausatmen, abwärts schauender Hund. Bleibe, drück beide Fersen tief Richtung Matte nach unten, streck die Kniekehlen ganz durch, schieb dein Becken nach oben, bring dein Brustbein tief nach unten, dreh deine Schulterblätter etwas nach außen, fließender Atem. Mit deinem Einatmen rechts nach vorne sprinte und schwinge, federe. Lass dein Becken ganz sanft Richtung Matte nach unten schwingen. Spür die Dehnung jetzt auf deiner linken Beckenseite, Leiste, Hüftbeuge. Kniebodenkontakt, den rechten Fuß ein bisschen weiter nach außen, den Oberkörper anheben. Senke dein Becken, streck die Arme nach vorne, Zeigefinger gestreckt. Mit dem Einatmen nach oben, die Arme weit nach hinten, genau. Weicher, fließender Atem. Atme ein,
Beim Ausatmen kehre zurück. Mit dem Einatmen linkes Knie heben. Beim Ausatmen links in die Vorwärtsbeuge. Einatmen langes Strecken nach oben, leichte Rückbeuge. Ausatmen Hände vor dem Herzen. Einatmen, ausatmen. Einatmen nach oben, Rückbeuge. Ausatmen, stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen, links nach hinten in den Grätschstand wechseln. Die Füße parallel zueinander. Mit dem Einatmen die Arme nach oben strecken, lange Rücken. Ausatmen, aus dem Becken kippen. Die Hände in Bodenkontakt. Fingerspitzen in einer Linie mit den Zehenspitzen. Mit gestreckten Knien die Grätsche vergrößern, soweit es dir dein Körper jetzt erlaubt. Den Oberkörper hängen lassen, den Kopf hängen lassen und allmählich mit dem höchsten Punkt des Kopfes Richtung Matte. Mit deinem Einatmen etwas aufrichten, Schritt verkleinern, in den Sprinter zurückkehren. Mit dem Einatmen rechtes Bein nach hinten, schräge Ebene, Atem halten, in die Acht-Punkt-Stellung und ausatmen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Jetzt aufwärts schauender Hund, tiefer einatmen, ausatmen, abwärts schauender Hund. Noch eine Wiederholung. Einatmen und abwärts schauend ausatmen. Einatmen links nach vorne, ausatmen stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen langes Strecken, Rückbeuge. Ausatmen, Samastiti und löse auf. Komm in einen hüftbreiten Stand und wenn du möchtest, schließe deine Augen und spüre, was empfindest du jetzt? Vielleicht Wärme, Lebendigkeit. Spür zum Pulsieren deines Herzens. Und beginne deinen Ausatem etwas zu verlangsamen. Und spür hin, wie sich dieser verlangsamte Ausatem auswirkt. Nimm noch einen etwas vertieften Atemzug, öffne deine Augen und wechsle in die Rückenlage in Shavasana. Deine Füße mindestens hüftbreit geöffnet, die Arme seitlich etwas ausgestreckt, deine Handflächen nach oben gedreht, dein Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. So genieße noch einige Augenblicke des Loslassens. Erlaube dir, vollkommen zu entspannen.
Nimm einen etwas vertieften Atemzug und bereite dich vor für eine Umkehrhaltung, Schulterstand, Sarvangasana. Rutsch auf deine Matte ein Stück nach vorne, die Beine vor deiner Matte. Komm in die Rückenlage. Stell beide Beine an. Heb deine Füße etwas an und jetzt gib Spannkraft in die Arme, in die Hände, in den Körper. Genau. Und stütze links und rechts der Wirbelsäule mit beiden Händen, die Finger nach oben zeigend, die Hände eng, die Ellenbogen eng. Achte auf deinen Atem, ruhiger, weicher, fließender Atem. Und wenn du dich vollkommen wohl fühlst, dann beginne dein Becken zu strecken, die Knie zu strecken. Und bleib in der aufrichte Spannkraft nach oben aktiv. Dein Atem ganz weich. Beim nächsten Ausatmen das rechte Bein über den Kopf nach hinten führen, mit dem Einatmen aufrichten, ausatmen, linkes Bein nach hinten, einatmen, nach oben zurück. Führe nun ganz gewollt, kontrolliert beide Beine über den Kopf nach hinten, bis deine Zehen in festem Bodenkontakt sind. Dann verschränke die Hände, streck deine Arme, bring die Kleinfingerseiten zur Matte, deine Füße geschlossen, die Kniekehlen nach oben, dein Steißbein nach oben. Halasana, der Pflug, weicher, entspannt, fließender Atem. Beginne sehr achtsam die Stellung zu lösen, die Finger lösen, Knie beugen, Becken beugen. Roll auf deine Matte zurück, die Beine anliegend am Körper. Und zieh dich wie ein Salamander nach hinten zurück auf deine Matte. Und spür einen Moment nach, was geschieht jetzt nach dem Auflösen. Bereite dich vor für Matsyasana, der Fisch. Bring deine Arme sehr eng und gestreckt unter deinen Körper. Leg dich drauf. Beim Einatmen heb den Oberkörper an und schau deine Füße an, auf den Unterarmen gestützt. Schieb dein Brustbein weit Richtung Decke, nimm den Kopf in die Streckung und führ den höchsten Punkt in sanften Bodenkontakt. Atme eine vollständige Yoga-Atmung, heißt, beginne deinen Atem tief unten im Bauch, führe ihn hinauf Richtung Brustkorb, bis in die Lungenspitzen, in die Schlüsselbeinregion und atme in umgekehrter Reihenfolge wieder aus. Langsame, tiefe, vollständige Atemzüge und spüre zu jedem deiner einmaligen Atemzüge. Spür die Fülle deines Atems.
nehme noch einen vollständigen Atemzug, alle drei Atemräume, Bauch, Brustkorb, Lungenspitzen und ausatmen. Beim nächsten Einatmen Kopf etwas heben, die Stellung lösen, Arme befreien und spüre nach. Was geschieht jetzt? Zieh ein Knie an deinen Körper heran, komm mit etwas Schwung zum Sitzen nach vorne. Und bereite dich für die sitzende Vorwärtsbeuge vor. Paschimottan Asana. Dazu heb deine linke Gesäßhälfte an und zieh das Sitzfleisch weit nach hinten raus und das gleiche auf der rechten Seite. Spür in die Streckung deines Beckens. Spür in die Aufrichtung deiner Lenden, deiner Brustwirbelsäule. Bring mit dem Einatmen die Arme schulterbreit nach oben. Spreize deine Finger. Dreh deine Arme nach außen. Bring die Arme weit nach hinten. Bring die Schulterblätter noch etwas enger zusammen. Lächle. Atme. Einatmen, die Arme nach innen drehen, Impuls nach oben. Beim Ausatmen aus dem Becken kippen, mit langem Rücken nach vorne streben, bis du dann die Hände an den Füßen ansetzt oder an den Beinen, je nachdem, je nach Beweglichkeit und Tagesverfassung. Setz immer wieder einmal deinen Impuls, das Brustbein beim Einatmen nach vorne oben anzuheben und spür, wie deine Brustwirbelsäule sich streckt. Genau. Spür zu deinem Atem. Spür, wie er ein Stückchen ruhiger werden kann. Und spür hin, in welchen Bereichen deines Körpers du aktive Muskelspannung lösen kannst, ohne dass die Stellung sich verändert. Lass es weich werden in dir. Geduld, Demut, Gelassenheit lassen sich in diese Vorwärtsbeuge gut spüren, üben. Und komm behutsam aus der Stellung zurück. Mach den Rücken nochmal lang, streck die Arme nochmal nach oben. Beim Ausatmen bring deine Hände hinter deinem Becken in eine Position, wo du bestmöglich in die Stützkraft kommen kannst. Die Hände dürfen nach vorne oder zur Seite, nach hinten zeigen, so wie es für dich ideal ist. Für die schräge Ebene. Beim Einatmen das Becken anheben, nach oben schieben, die Füße Richtung Matte nach unten, der Kopf entweder neutral oder in der Streckung nach hinten, kräftige Arme, Ganzkörperspannung. Beim nächsten Einatmen nochmal Impuls, Becken nach oben, beim Ausatmen löse auf.
überkreuze deine Füße, zieh sie ganz nah ran, roll über die Füße drüber hinweg, um in die Bauchentspannungslage zu wechseln. Deine übereinandergelegten Hände als Polster für die Stirn oder vielleicht auf der Seite des Kopfes liegen, so wie es für dich jetzt angenehm ist. Die Zehen in sanftem Kontakt, die Fersen nach außen fallen lassen, sodass deine Hüftgelenke auch gut entspannen. Und spüre jetzt alle Berührungspunkte deiner Körpervorderseite. Spüre den Kontakt nach unten zu Großmutter Erde. Nun bereite dich vor für eine Variante von Bhujangasana, der Kobra. Schließe deine Füße, verschränke deine Hände hinter dem Rücken, die Finger verschränkt. Beim Einatmen drück dein Schambein gegen die Matte und heb den Oberkörper an. Halte und atme. Fließender Atem. Durch das Drücken des Schambeins gegen die Matte schützt du deinen unteren Rücken. Spür die Kraft in deinem Rücken. Spür die Erhabenheit. Am nächsten Einatmen nochmal Impuls. Beim Ausatmen entspanne. Und lass auch beim Ausatmen alle Spannung, die du noch spürst, los und überhaupt alles, was du loswerden möchtest. Atme aus. Zieh nun beide Fersen zum Gesäß. Greife zu deinen Sprunggelenken. Achte darauf, dass du Richtung Schienbeine greifst. Also weg vom Vorfuß. Mit dem Einatmen hebe Oberkörper und Beine an, halte und atme. Und wenn du in der Stellung arbeiten möchtest, dann kannst du deine Unterschenkel nach hinten wegschieben, die Arme damit weiter nach hinten oben ziehen, die Auflagefläche verkleinern. Eine kraftvolle Stellung. Mit dem Einatmen nochmal Impuls, beim Ausatmen lösen, auch Entspannungslage. Wechsle in den Vierfüßlerstand und achte das Prinzip Gelenk über Gelenk. Handgelenke unter den Schultergelenken, Kniegelenke unter den Hüftgelenken. Beim Einatmen lass dein Becken nach vorne unten kippen, drück den Rücken nach unten durch, nimm den Kopf in den Nacken. Beim Ausatmen mit dem Becken beginnen, zurück. Den Rücken rund, zwischen den Schulterblättern rund, Kinn zum Brustbein. In deinem Atemrhythmus wiederhole die Stellung der Kuh oder des Pferdes. Ausatmen, Stellung der Katze. Und spür diese wundervolle Beweglichkeit in deiner Wirbelsäule. Lenden, Brust, Halswirbelsäule. Bleib in der Stellung der Katze,
Setz dich auf die Fersen zurück, lass die Hände vorne, stell deine Fingerspitzen die Kuppen auf, heb die Handgelenke ein bisschen an, wie so Spinnenbeine. Und jetzt krabble ganz lang nach vorne, ohne dass das Becken anhebt. Und spür in diese Streckung der Arme, der Schultern, in deinem Rücken. Löse auf, leg die Arme neben deine Beine für die Stellung des Kindes, deine Schultern, die Ellenbogen jetzt bestmöglich entspannt, auch dein Nacken, der Kopf entspannt. Und spür, wie du dir selbst ganz zugewandt bist, ganz bei dir bist, spür, Geborgenheit. Nun beginne dich Wirbel für Wirbel ganz rund aufzurollen. Den Fersensitz. Kate, alles gut bisher? Okay. Dann bereite dich vor für Ardha Matsyendrasana, der halbe Drehsitz. Dein rechtes Bein über dem linken. Achte darauf, dass dein unterer ein kleines bisschen nach rechts vor. Bring mit dem Einatmen den rechten Arm nach oben, beim Ausatmen in die Rechtsdrehung. Der rechte Arm kaum Stützkraft, lediglich Bodenkontakt, die rechte Schulter tief, beide Schultern in einer Höhe. Und setz immer wieder den Impuls beim Einatmen, dein Brustbein nach vorne oben anzuheben, spür die Aufrichtung. Und beim Ausatmen den Impuls in die Drehung nach rechts, aus dem Lenden, aus dem Brustwirbelbereich. Spür die Verbindung deines Beckens, deines Muladhara-Chakras nach unten zu Großmutter Erde. Spür über dein Kreuzbein die Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Halswirbelsäule bis nach oben zur Schädeldecke, Sahasrara-Chakra, die Verbindung nach oben zu Großvater Himmel. Beim Einatmen rechts nach oben. Kurzer Ausgleich mit der Stirn in Bodenkontakt, links unten und aufrichten. Komm in eine gegengleiche Ausgangsstellung. Ah, galant. Genau, achte wieder auf einen flächigen Kontakt deines Beckens, vor allem links. Mit dem rechten Arm das Bein umgreifen, heranziehen, Oberkörper aufrichten. Bisschen nach links vordrehen. Mit dem Einatmen links strecken. Beim Ausatmen in die Drehung nach links. Dieser Drehsitz ist eine wichtige, auch energetische Übung, weil sie alle sieben Energiezentren anspricht. Dein Muladhara-Chakra, das Wurzelchakra, Svadhisthana-Chakra, Manipura-Chakra, Anahata-Chakra, Vishuddha-Chakra,
Agni Chakra, Sahasrara Chakra. Mit dem Einatmen links nach oben, ausatmen, kurzer Ausgleich rechts unten und löse auf. Eine Balancestellung, die sogenannte Krähe, Kakasana, bringt dazu, deine Hände ein bisschen schmaler als deine Schultern breit sind, die Hände minimal nach innen gedreht. Genau. So. Eine Möglichkeit ist, dass du dich aufstellst und mit den Knien links und rechts auf den Oberarmen außen oder innen ansetzt. Richte deinen Blick nach vorne. Vermeide Schwung zu nehmen, sondern komm in eine bewusste, geführte Gewichtsverlagerung nach vorne. Und löse auf. Wechsle in die stehende Vorwärtsbeuge. Lass den Oberkörper hängen. Beuge deine Knie deutlich und rolle Wirbel für Wirbel zum Stehen auf. Eine leichte Variante von Trikonasana, nimm dein rechtes Bein nach hinten oder auch das linke, okay. So, bring erstmal deine Füße parallel zueinander. Mit dem Einatmen heb den rechten Arm nach oben. Beim Ausatmen neige dich zur linken Seite. Bleibe 3 Atemzüge und streck mit dem Einatmen deine rechte Körperseite immer noch mal so einen Tick länger vom Außenrand des Fußes bis in die Fingerspitzen. Beim Einatmen aufrichten, beim Ausatmen Arm senken. Einatmen links nach oben, ausatmen zur Seite neigen. Bleibe 3 Atemzüge. Streck deine linke Körperseite. Mit dem 4. Einatmen aufrichten. Arm senken. Dreh dein rechtes Bein nach außen, sodass die Zehen zur Wand zeigen, dein linkes Bein aus der Hüfte nach innen. Dein Körper ist zur langen Seite der Matte ausgerichtet. Heb deine Arme auf Schulterhöhe, schiebe deinen Oberkörper zur rechten Seite. Beim Ausatmen neige exakt nach rechts unten. Der linke Arm senkrecht nach oben gestreckt. Und setz nochmal den Impuls, dein Becken und den Rücken nach links hinten aufzudrehen. Beim Einatmen aufrichten, Arme senken. Komm in eine gegengleiche Ausgangsstellung. Linkes Bein steht vorn. Arme auf Schulterhöhe. Anheben, Körper nach links schieben, nach links neigen, links stützen, rechter Arm senkrecht nach oben. Impuls, rechtes Becken, rechte Rückenseite nach hinten aufdrehen. Beim Einatmen aufrichten. Arme senken. Komm in die Grundstellung nach vorn zurück, lockere deine Beine etwas. Bereite dich vor für den Baum, Vrikasana. Beginne mit dem linken Bein als Standbein. Spür die linke Fußsohle.
Verlagere dein Körpergewicht auf das linke Bein. Mach es fest, dein linkes Bein. Und wenn du in der Balance angekommen bist, bring deine rechte Fußsohle an die Innenseite des linken Oberschenkels. Drück die Fußsohle gegen das Bein und das Bein gegen die Fußsohle. Schafft Stabilität. Nun führe deine Hände zusammen vor deinem Herzen. Achtsam beginne dich nach oben zu strecken. So wie ein Baum seine Äste nach oben zur Sonne hin streckt. Und löse von oben nach unten wieder auf. Ganz gewollt, bewusst. Verlagere dein Körpergewicht auf das rechte Bein, spür die Fußsohle, verwurzle dich mit der Fußsohle, so wie ein Baum seine Wurzeln in die Erde schiebt. Wenn du in deiner Mitte bist, dann beginne, den Fuß anzustellen. Führe deine Hände zusammen vor deinem Herzen und beginne, dich nach oben hin zu strecken. Und löse ganz gewollt, bewusst von oben nach unten auf und lockere deine Beine etwas. Komm in einen hüftbreiten Stand. Streck die Arme seitlich nach außen. Streck deine Handgelenke. Schieb dein Gesäß nach hinten. Beuge dein Becken, nimm den Kopf in den Nacken. Schieb dein Brustbein nach vorne. Jetzt entspanne nur deine Handgelenke. Nur deine Arme hängen lassen. Beuge dein Becken. Und lass dann deine Lendenwirbelsäule folgen, die Brustwirbelsäule, die Halswirbelsäule, deinen Kopf. Und leg die rechte Hand in die linke Ellenbeuge und umgekehrt die linke Hand in die rechte Ellenbeuge. So kannst du dich aushängen und das Gewicht deines Kopfes, des Schultergürtels zieht dich etwas nach unten. Lass deine Arme wieder hängen. Beuge deine Knie deutlich und rolle Wirbel für Wirbel zum Stehen auf. Dann bereite dich vor für die Endentspannung, für Shavasana und mach's dir warm. Möchtest noch eine Jacke drüber ziehen oder eine Decke? Ist okay. Komm in die Rückenlage. Mit deinem Einatmen heb dein rechtes Bein gestreckt etwas an, zieh deine Zehen zurück, schieb die Ferse nach vorn, spann alle Beinmuskeln rechts an. Entspanne. Linkes Bein etwas heben, die Zehen zurück, die Ferse nach vorn, Beinmuskeln, linkes Bein. Entspanne.
Drücke beide Fersen und Schultern kräftig in die Matte, heb dein Becken nach oben, Spannungsbogen, Körperrückseite. Entspannen. Schieb dein Brustbein weit nach oben, bring die Schulterblätter eng zusammen. Entspanne. Drück deine Lende kräftig nach unten, spann deine Bauchmuskeln an. Entspanne. Beide Arme etwas heben, Fäuste schließen, zieh die Schultern zu den Ohren und gib Kraft in deine Fäuste. Entspanne. Arme nochmal heben, Finger weit spreizen, Richtung Füße nach vorne schieben. Entspanne mit nach oben gedrehten Handflächen. Nun spann alle Gesichtsmuskeln zu einem sauren Zitronengesicht an. Entspanne. Mit deinem Ausatmen den Kopf nach rechts rollen. Beim Einatmen zurück nach links rollen. Wieder zurück. Ohne deinen Kopf zu heben, das Kinn ganz zart Richtung Brustbein ziehen, beim Ausatmen entspannen. Überprüfe mal für dich, ob es jetzt noch irgendeine kleine Veränderung braucht, um ganz still gleich liegen bleiben zu können. Jetzt spüre, wie schwer, warm, entspannt deine Zehen und beide Füße sind. Deine Unterschenkel, Oberschenkel, Becken und Gesäß, Unterleib und Geschlechtsorgane, dein Bauch, Brustkorb, unterer, mittlerer, oberer Rücken, dein ganzer Rücken. Spüre, wie schwer, warm, entspannt deine Finger und beide Hände sind. Deine Unterarme, Oberarme, Schultern, dein Hals und Nacken, Hinterkopf, Kopfhaut, Stirn, die Augen in ihren Höhlen, Augenlider, Wangen,
Ohren, Nase, Oberkiefer, weicher Gaumen, Zunge, Lippen, beide Kiefergelenke, Unterkiefer, Kinn. Spüre, wie schwer, warm, entspannt dein gesamter Körper ist. Nun stelle dir vor, du liegst im weichen, warmen Sand auf einer Insel in der Südsee. Über dir blauer Himmel, die Sonne wärmt deine Haut, der Wind streicht ganz zart über deine Haut, du hörst das Rauschen der Wellen und sinkst mit jedem Ausatmen ein Stückchen tiefer hinein in diesen weichen, warmen Sand. Gibst dein Körpergewicht vollständig ab an Großmutter Erde, die dich zuverlässig trägt und nährt. Sinkst mit jedem Ausatmen ein Stückchen tiefer hinein in eine wohltuende, regenerierende, tiefen Entspannung. Genieße Shavasana.
wiederhole im Geiste folgende Worte. Ich bin. Beginne deinen Atem zu vertiefen. Spür die größer werdenden Atembewegungen. Sanft und achtsam bewege deine Zehen, deine Finger, deine Füße und Hände. Beine und Arme und dann streck dich nochmal. Rädle dich. Bevor du auf deine rechte Körperseite drehst, in die Embryo-Stellung, bleib hier noch einige Augenblicke ganz bei dir. Spüre tiefen Frieden, Liebe mit dir. Nun beginne dich wieder aufzurichten, komm in eine gerade sitzende Haltung. Spüre die Berührungspunkte deines Körpers auf dem Boden. Spüre die Aufrichtung. Zum höchsten Punkt deines Kopfes, wo es wieder ganz licht und weit werden kann. Atme sanft in deinen Bauch hinein. Und lass die Spannung deiner Bauchdecke vollständig los. Spüre, wie dein Bauch ganz weich werden kann. Nun richte die Aufmerksamkeit auf deine Nasenspitze und von hier an die Innenseite deine Nasenflügel und spüre, wie dort der Atem in dich hineinfließt, aus dir hinausfließt. Spüre diesen zarten Luftstrom. Wenn du genau beobachtest, nimmst du wahr, wie dein Ausatmen etwas wärmer aus dir hinausfließt und etwas kühler in dich hineinfließt. Thank you.
noch einen etwas vertieften Atemzug. Führe deine Hände zusammen vor deinem Herzen. Spür die Wärme deiner Hände. Atme ein für dreimal Aum. Samastha Sukhino Bhavantu Loka Samastha Sukhino Bhavantu Loka Samastha Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bulu Satguru Patanjali Maharajiki Jai. Vielen Dank.